Leute, wir spielen jetzt No Man's Sky zum ersten Mal vor 8 Jahren oder als es rauskam, habe ich es gespielt, vor 10 Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Und seitdem, ich habe es damals durchgespielt, dann nicht mehr gespielt, jetzt mit den ganzen Updates und dem jüngsten Worlds Part 1 Patch habe ich gedacht, es wird mal wieder Zeit reinzugucken. Ich habe richtig Bock drauf und ich habe mir zwei Mitstreiter an die Seite geholt. Zum einen Nicola. Hallo Nicola. Hi, hallo Eddie. Und zum anderen Bobby. Hallo Bobby. Hallo. Und Bobby, du bist, wurde mir gesagt, du bist sowas wie ein Experte in No Man's Sky. Ja, Experte wärst ein bisschen hochgegriffen, aber ja. Ich hab's schon mal länger gespielt, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir starten einfach jetzt mal direkt rein. Ich habe keine Ahnung, wie das sich jetzt alles hier verändert hat, vor allen Dingen mit Multiplayer, weil das war zu meiner Zeit noch ein großer Kritikpunkt eigentlich an No Man's Sky. Dass man eben nicht gezielt miteinander spielen konnte. Eigentlich konnte man gar nicht wirklich miteinander spielen. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was damals möglich war, ist, dass man einen anderen entdeckten Planeten irgendwie mit etwas Glück finden konnte. Aber man konnte nie so richtig zusammenspielen. Ballern. Guck mal, was ist das denn da? Für ein Vieh. Scanner kritisch beschädigt. Der Scanner ist dein eigener Oberflächenradar. Er setzt einen hochenergetischen Puls frei, der lebenswichtige Ressourcen in der direkten Umgebung anzeigt. Frittenstaub. Sammle Frittenstaub. Für die Reparatur. Was ist das? Kürbisknolle. Unterirdisches Relikt. Ich schau einfach alles ein. Na, da ist er die. Was, wo seid ihr? Hallo. Kann es sein, dass die Grafik super schlecht bei mir ist? Das sieht, die hat ja fast gar keine Texturen und alles. Sieht alles so. Seht ihr das? Das sieht doch nicht nach guter Grafik aus. Oder bilde ich mir das ein? Guck doch mal hier, die Wand. Seht ihr das? Also ein bisschen hochschrauben vielleicht, die Grafik. Ja, was soll ich mehr als Ultra machen? Hochschrauben. Kannst noch. Super Sampling, na keine Ahnung, was gibt's noch für Optionen? Ist schon alles Ultra. Mal da unten. DLSS kannst du vielleicht noch anmachen und herlassen. Ja, Schwierig. Also für mich ist ja ganz okay. Achso, wie kann man analysieren? Ich weiß nicht, was das auf Controller ist. Das ist wahrscheinlich da schon. Bei mir ist es C. Wir scannen, aber. Ich muss das alles gerne reparieren. Dafür brauche ich Staub. Hier ist Frittenstaub. Ich mache mal ein bisschen Seite, damit der Chat das auch zu lesen kann. Drücke Erde. Extrahiere Ferritstaub, indem du auf kleine Felsen schießt. Das wäre so viel einfacher mit Maus und Tastatur. Kann ich hier alles abbauen? Nee. Und diese Eier hier? Da kannst du alles abbauen. Danke für den Tipp, Nicola. Dann wechsle ich jetzt das Spiel. Nee, das war ein Nein. Au. Ich baue dich ab, guck. Gott. So, ich brauche noch ein bisschen Ferritstaub hier. Guck, hier liegt der überall. Stimmt, bei dir ist glaube ich noch FSR aktiviert. Das kannst du deaktivieren. Hast ja einen starken PC. Ich hab bei mir auch DLSS aktiviert.
So, repariere den Scannerschaden. Mach ich das? Da. Minenlaser. Reparieren. Ferrisstaub. Scanne, um Natrium zu lokalisieren. Natrium. Da, das Gelbe. Orangen. Ja. Oder da. Ey, die Grafik, da stimmt doch irgendwas nicht. Da sind überhaupt keine Texturen reingeladen. Das sieht ja aus wie ein... Das kann doch nicht die Ultra-Einstellung von diesem Spiel sein. Mach mal FSR. Guck dir das doch mal an, wie das aussieht. Was soll ich machen? FSR in den Optionen, Grafikoptionen ausschalten. Das zweite und dann ganz unten bei Anti-Aliasing. Und da statt Fidelity Super Resolution machst du mal aus. Komplett aus. Wobei du kannst. FXA ist, glaube ich, okay, oder? Das sieht auf jeden Fall schon besser aus jetzt. Vielleicht TA. Kobi! Achso, Natrium. So, Natrium suchen wir da unten, das Gelbe. Genau. Beziehungsweise hier oben ist bestimmt auch was. Nicht identifizierte Pflanze. Wie analysiert man? Mit welcher Taste? Ja, musst du nachschauen. Ich habe keine Ahnung. Bei einer Umstellung weiß ich, also Controller weiß ich nicht. Aber wusste. Chat muss doch safe einer wissen, wie es geht. Fortgeschrittener Laser. Ich fühle mich gerade echt ein bisschen überfordert. Was ist jetzt? Jetzt wabert alles. Ah, steht da unten links, unten rechts steht auch, glaube ich, wo die Taste drücken musst. Extreme Hitze schon, was passiert denn jetzt? Da ist ja das Datum da, damit du besser dich schützen kannst. Achso, die muss man jetzt so benutzen. Lade den Gefahrenschutz mit Natrium auf. Oh, man kann Tiere zählen. Das ist ja lustig. So, wo ist denn Bobby? Wo ist Eddie? Gashaltige Kapsel. Da ist jemand. Eddie. Sauerstoff. Passiert gar nichts. Fortgeschrittener Minenlaser erforderlich. Doch, passiert was. Jetzt ist es kaputt. Sauerstoff gefunden. Das ganze Periodensystem kann man hier finden. Kohlenstoff. Erreiche das markierte Signal. Was meint er damit? Das rote Ding hier? Signalquelle. Entfernung 578 U. Na dann. Da ist es. Wie kann man nochmal markieren? Oh Gott. Waffenladung aufgebraucht. Muss ich irgendwie aufladen mit Kohlenstoff. Aber wie kriege ich denn Kohlenstoff, wenn die Waffe nicht aufgeladen ist? Müssen wir was auf Vorrat haben vielleicht. Die Wasserstoffkristalle, ja, ich darf jetzt nicht mehr hier verschwenden. Mal X, ne, zum Gefahrenschutz. Boah, wie ich... Patch-Steuerung.
Wo ist denn das Signal jetzt? Ah, hinter dem Berg. Da. Da ist C+. Da ist ein Supernatrium von meinem Lärmschutz. Da. Hier, warte, Kohlenstoff brauche ich doch für meinen Laser. Aber wie baut man es ab, wenn man keinen Laser hat? Ich könnte es erfahren. Ja, man kann es auch schlagen, okay. Nee, das ist ja wichtig zu wissen. Ja. Wie du deinen Laser immer... Das ist schon gut. Ein bisschen Staub noch mitnehmen. Oh, was ist denn hier? Guck mal, hier sind Koffer. Oh, hat jemand verloren. Ja, ich habe gerade eben Schiffe am Himmel gesehen. Beschädigter zum Öffnen, beschädigte Komponente entfernen und wegwerfen. Okay, dann packe ich die ein und dann gehe ich auf. Was war drin? Die Wasserstoff. Die Musik ist ein bisschen zu laut, finde ich, die Musik. Ja. Macht man das? Leise. Wo ist denn das hier allgemein? Vorhin war es so leise und jetzt ist es mega laut. So. Hallo, jetzt sind Ihnen. Oh. Diese prozedural generierten Kreaturen sind auch sehr lustig. Ah, es reibt mir hinterher. Oh ne, da. Ach, du hast den hier schon geleert, oder was? Den hab, die beiden habe ich schon geleert, die beiden anderen. Was ist denn jetzt hier? Wieso bin ich denn im Menü? Ja, das ist jetzt auch Bobby, oder? Da müsste doch der grüne Marker sein. Nee. 800 U oder Mü oder was? Komm her! Ich glaub, doch nicht, das ist wirklich U. Oh, jetzt ist er tot. Haben wir getötet. Aber dafür haben wir Mordit gefunden. Ja gut, das ist ein Argument. Ih, guck mal, was da für Viecher sind. Egal, gehen wir mal weiter. Der Planet ist wirklich rund, also man kann einmal um den Planeten rumlaufen, oder was? Das ist ja geil. Das finde ich mal faszinierend. Und so wenig. Im Gegensatz zu unserer Erde, die nämlich flach ist. Da muss aufpassen, wenn du runterkommst. Oh, was ist denn hier los? Da unten. Oh, Alter, hier gibt es Raumschiffe. Wärmeschutz bei 10%. Oh, da fliegt eine Raumstation oder sowas. Orbit, genau über uns. Hallo, können wir ihre Schiffe klauen? Iteration. Versagen bei Grenzschicht. Ah, okay. Schiff 16 geleert. Grundwächterintervention. Vorsichtig Übertragung. Neue Iteration generiert. Anomalie. Oh, ja, gut. Systemintegritätsscan analysiert. Ich raff gar nichts. Und jetzt? Hast du 1 oder 2 gedrückt? Das erste. Okay. War das falsch? Nö, das wird richtig sein. Und jetzt? Ist sehr kryptisch alles. Ist meins das kaputte? Tja, wenn du so willst, wenn du so sagst. Könnte erstmal eine Frage. Ach du Schande. Startschubdüsen offline. Impulsantrieb offline. Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder, ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen. Diese Steuerung reagiert auf meine Berührung oder jedenfalls auf die meines Exo-Anzugs. Ich bin noch nicht tot und dieses Schiff ist eine Rettungsleine hinauf zu den Sternen.
Protokoll nicht verfügbar. Daten werden ersetzt. Exo-Anzug verbunden. Vorschlag, Pilot sollte Wartung durchführen. Gewünschten Reparaturweg auswählen. Schiffssystem reparieren. Selbstgesteuerte Reparaturprotokolle eingeleitet. Impulsantrieb kritisch beschädigt. Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Sorgt für den nötigen Flugantrieb im Weltraum und in der Atmosphäre. Das System ist schwer beschädigt. Für die Reparatur benötigst du Metallplatten und hermetisches Siegel. Okay, dann bauen wir das doch mal. Das ist doch kein Problem. Mehr Staub sammeln. Da bin ich Profi drin inzwischen. So, warte mal. Wir müssen jetzt Empfehlung Schiffsantrieb reparieren. Die Reparatur des Raumschiffes erfordert eine Mischung aus hergestellten Produkten, geborgenen Gegenständen und fortgeschrittenen verarbeiteten Substanzen. Impulsantrieb reparieren Metallplatten. Stelle Metallplatten her, um den Impulsantrieb zu reparieren. Greif auf den nächsten Spiel. Okay, jetzt fehlt noch das Ziel. Produkt herstellen. Metallplatten. Hab ich schon. Zack. Oh, warte. Eine von 20 wollte mich wohl verarschen. Mehr herstellen. Ne, du kannst bis zu 20 herstellen, glaube ich. Brauchst nur eine. Achso, ich brauche nur eine. Okay. Ja, stimmt. Und jetzt müssen wir noch hermetisches Siegel. Ja. Mir steht diesmal wieder das Schiff betreten. Können wir eigentlich miteinander Sachen handeln? Dann können wir Bobby ein bisschen helfen. Warum? Oder bist du flott dabei? Ich hab gesammelt, ich war am Weg hier. Ah, okay. Was ist denn hermetisches Siegel? Scheint wohl in den Vorräten hier zu sein. Können wir einfach hier rausnehmen. Wo? Hier drinnen? Dann die Karte mitnehmen. Wow. Atlas-Pass erforderlich. Ein bisschen was von Breath of the Wild, wenn man denn die Umgebung scannt. Cool. Restsubstanz-Schrott. Da ist die Markierung. Ja. Wo? Okay. Ein dritter Schiff musst du erst machen und den Diagnosebericht ausführen. Laut Quest. Du musst schon jetzt zurück in dein Schiff und nochmal fragen, wo du das Siegel herbekommst. Ist das mein Schiff? Oder ist das? Egal, wir entscheiden später. Wer wessen Schiff gehört. Das, was du brennen siehst, ist deins, ja. Also tatsächlich ist es. Ach, das ist wirklich so, das brauche ich unterschiedlich. Ja. Ja, bei mir hat das gebrannt, wo ich eingeschrieben. Ah, okay, ja, tatsächlich. Dann passt es ja. Das ist ja ziemlich cool. Hermetisches Siegel. Heiß. Iterationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Planetenkarte aus Notrufsignallagerbergen. Okay. Aber da war doch nichts. Doch eben nichts. Hier bekommst du noch deine Planetenkarte. Ich spähe das ins Gehäuse. Planetenkarte mitnehmen. Hast du den Sound jetzt, Chat? Das können wir schlecht immer im Nachhinein balancen, deswegen müssen wir uns das live sagen. Markiere die Karte und benutze X, um eine Route zu planen. Markiere die Karte? Wahrscheinlich einfach im Inventar auswählen. Ach da. Planetenkarte, Routeplan. Eine Karte von einem Planeten in der Nähe. Es wurde Koordinaten markiert, von denen ein Notsignal ausgeht. Wähle die Karte aus und nutze Routen und den Ort in der Anzeige. Hui. Ja, wie mit Legend of Zelda ein bisschen. Da müssen wir hin.
Auf da alles Planeten. Naja, nicht ganz. Ich habe doch gerade irgendwo was fliegen sehen. Naja, hier fliegen ständig irgendwelche Schiffe rum. Bisschen nervös. So, wo muss ich? Schiffe, oder? Ich laufe schon mal in die Richtung. Welche? Hier, wo ich bin. Da ist auch die Markierung aktuell. Aber welche Markierung meinst du? Ja, dieselbe, die wir gerade eben für das Objekt hier auch hatten. So ein rotes mit einer Ionenkanone drin. Aber ich sehe die nirgends. Ja, ist ein bisschen schwierig. Muss ich mal ein bisschen komisch. Ah, jetzt sehe ich sie da oben links. Okay, ja, jetzt sehe ich sie. Die ist. Hey, jetzt ist sie weg. Doch, da unten ist sie. Wo? Ach, da. Unter dem Bildschirmrand. Das ist sehr schwer zu erkennen. Jetzt ist sie rechts. Das muss ja direkt hier sein. Ja, wahrscheinlich. Chat, was ist denn U? Was ist denn so wissenschaftlich U für eine Einheit? Meter sind's nicht, oder? Na, wobei. Könnten schon Meter sein. Wetterwarnung, oh Gott, habt ihr es gehört? Sturm. Oh nee. Das sind lustige Kürbisse. Wollen wir die ernten? Aber vielleicht machen sie auch bumm, die Kürbisse. Wo ist ein Bobby? Ist der hinter uns? Die hätten den Rennknopf vertauschen müssen, meiner Meinung nach. Jo, bin auch am Weg zu dem Signal. Kannst du vertauschen, wenn du willst. Aber ist ein bisschen gefährlich wahrscheinlich. Weil anscheinend manche Sachen hardcoded sind, wenn du nicht ändern kannst. So, schnell dahin, bevor der Sturm kommt. Gute Idee. Und, ach so, wir sollen auf jeden Fall auch den Gefahrenschutz auffüllen. Oh, jetzt geht's ab. Sturm. Was? Oh, hier geht's richtig Gefahrenschutz, okay. Brauchen wir mehr Natrium? Haben wir nicht den besten Planeten erwischt. Hä? Hab ich's gemacht? Kritiklos zu werden. Das ist mein Natrium! Also müssen wir aufsammeln. Ich will überhaupt nicht zum Natrium, ich will zum Ziel. Aber wir müssen doch Gefahrenschutz einsammeln. Ja, Gefahrenschutz. Easy. Okay. Ist ja ein Zufall, dass das Wetter schlimmer wird, wenn wir zum Ziel kommen. Naja. Ja, okay, man sieht gar. Ich raff gar nichts mehr. Es ist ein Sturm aktiv. Oh, mein Gefahrending nimmt langsam. Du brauchst ein bisschen Natrium. Da unten ist Natrium. Oh. Das ist unsere Rechten. Kompass wäre noch ganz gut. 100 Grad Celsius. Ach du Schande. Ferrisstaub ist das kein Natrium. Hier ist Natrium bei mir oben. Weiß nicht, was ich finde. Oh, wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Ich schieß mal auf dich. Ist das? Hinter dir. Ich hab grad hinter mich geguckt, da warst du nicht. Da. Folge im Strahl. Oh, jetzt krieg ich auch Schaden. Oh, da ist Natrium. Oh, ich nehme Schaden, glaube ich. Ja, ich auch. 117 Grad sind's hier. Ey, das ist jetzt aber nicht das einfachste Spiel. Übertrieben. Da unten ist noch Natrium. Okay, warte. Ich kann es auch anders aufladen mit anderen Sachen. Natriumnitrat habe ich noch, das müsste auch gehen. Ja, okay. Komm, wir haben es doch schon fast geschafft. Wir sind noch fast am Ziel. Glaube ich. Da unten ist es. Können wir da reingehen? Ich hoffe doch. Sturm löst sich auf. Alles gut. Oh, guck. Okay. Aber das wirklich getimt ist, ist frech. Das ist geskriptet, glaube ich. Das ist eine Basis. Guck mal, wir schaffen es zur Basis. Oh. Ein Viertel Leben. Ja. Warte mal, wo ist denn mein Phaser? Da. Der ist nämlich leer. Huch, war das? Ich warte mal vor der Tür auf euch. Wo willst du? Peinliche Kreaturen kommen. Also. Hallo. Kann man sich hier heilen? Ja, geh schon mal rein und sammel alles ein, Nikola. Okay. Warum rennst du immer so schnell in solchen Koop-Spielen vor? Ich das ist schlimmer als Nils. Der ist ja auch schon da. Ja, genau deswegen bin ich ja rein. Wir müssen hier nur was anklicken. Hier ist nichts zum. Ist das Archiv, oder? Das müssen wir anklicken. Zum Looten, genau. Okay. Archivzugriff.
Ist der Soundeffekt so gewollt? Welcher? Wie, welcher? Hast du das gerade nicht gehört? Nee. Die Tür hier? Nee, egal. Das ist ein Bug. Okay, also hast du einen anderen Geräusch gehört. Das hört sich komplett schlimm an. So hört sich das an. Okay. So. Hermetisches Siegel finden, gefunden. Wow. Jetzt können wir unser Raumschiff benutzen. Ja, fliegen. Und guck mal, kaum. Also wenn ihr hier in der Welt seid, müsst ihr nicht Tab drücken zum Reparieren von euren Sachen. Ihr könnt auch einfach X, also auf dem Controller, sorry, keine Ahnung. Aber X drücken für Schnellzugriff auf ja, die Sachen. Ja, das ist super angenehm. Ja. Aber das müsste es auf dem Controller ja auch geben. Ja genau, apropos. Man hat ja Minenlaser, das ist Kohlenstoff. Man hat Gefahrenschutz, das ist, was war das nochmal? Dingsbums. Ferrit. Natrium war das, oder? Natrium und Ferritstaub ist das andere hier. Das, der Laser. Ferritstaub. Der Laser. Kohlenstoff. Ach, kann man sogar draufdrücken. Universeller Übersetzung ist ja Lebensform, Wörterbuch verfügbar. Wort lernen. Du hast das Korvax-Wort für Korvax gelernt. Lol. Mhm. Schön muss ja die ganzen Sprachen noch lernen, damit man sich mit anderen Rassen verständigen kann. Analysevisier muss installiert werden. Kohlenstoff-Nanorohr muss ich bauen. Okay. Ich das hier machen? Kohlenstoff-Nanorohr brauche ich Kohlenstoff. Alles einpacken. Was ist nochmal Kohlenstoff? CO2? Nee. Was ist denn das hier? Guck mal. Kohlenstoff sind Pflanzen drin, wenn du vorbeiläufst, kannst du da drauf gucken. Und stell meistens dabei, was drin ist. C ist Kohlenstoff, okay. Kürbisknolle. Warum? Oh, doch, Kürben. Ist Kürben wirklich die richtige Mehrzahl? Ich glaube nicht. Oh, Minenlaser ist leer. No. So. Was war unser Ziel? Ich hab's vergessen wieder. Kohlenstoff sammeln und dabei zum Schiff zurückrennen. Okay, achso, hab ich ja schon. Dann repariere ich jetzt meinen Analyse bis hier. So, jetzt müssen wir nur wissen, wo das Schiff war. Brauchst du unzureichende Rohstoff. Bestimmt irgendwo markiert auf der Map. Kohlenstoff sammeln. Okay, noch mehr Kohlenstoff sammeln. Sauerstoff. Hier ist Kohlenstoff, oder? Die Wasserstoff. Ich fühle mich leicht überfordert. Das Skelett zum Chemikus. Öffne das Inventar und installiere das Analysevisier. 50 Kohlenstoff, okay. Kohlenstoff-Nanorohr. Ah, 42, das gibt's doch nicht. 43. Jetzt. Sammle Kohlenstoff. Ein Nanorohr. Okay. Kann das sein, dass ihr... Ist das C+ oder was? Ja. Ich wusste, ich hätte nicht mit euch zusammen. Ihr habt den ganzen Kohlenstoff von dem Planeten weggenommen. Alles leer. Tut mir leid. Wächst auch nicht nach. Oh, ich hab. Ach nee. Ich brauche einen Atlas-Pass. Ich hatte euch hier einen erhalten. Was fliegt hier durch die Gegend? Alter, was geht ab? Wer sind die? Sind das Spieler? Ich weiß es nicht. Hätte einfach eine andere Fraktion, NPCs. Besser NPCs als was anderes. Hier ist Kohlenstoff, endlich. Achso, ich muss noch testen. Da ist noch Kram drin. Alles verdichteter gut. Kohlenstoff. Verrostetes Metall. So, jetzt müsste es doch. Ah ne, ich muss das Ding ja erst bauen. Warte.
Oh, ist das kompliziert. Warte. Ah, jetzt kann ich hier. Dann hier. Oh, es fehlen noch 13. Okay. Zentibus. Endlich weiß ich, wie ein Zentibus aussieht. Cool. Wärmeschutz bei 50%. Da gibt aber hier nicht so viel Kohlen. Kohlenstoff, habe ich das Gefühl. Also hier ist ein riesiger Fels, der aus Kohlenstoff besteht. Aber dafür braucht man ein Mining-Gerät. Jetzt können wir auch Dinge markieren mit dem Analysegerät. Aber zoomen geht nicht, schade. Ah, diese Pinöpsel sind Kohlenstoff, diese gelben. Jetzt kann ich es genau, reparieren, ja, guck. Attacke. Also ich muss es erst bauen. Flatsch. Gefährliche Flora. So, und jetzt kann ich... Alles wird weggelasert. Analysevisier installiert. Analysiere Objekte, um Belohnungen zu erhalten. Teilen wir uns die Analysen? Oder? Und wie analysiert man? LT drücken und dann auf etwas halten. Ah, oh. Und jetzt RT. Analysieren. Ah, Metroid Prime lässt grüßen. Entdeckung ansehen. Ein P-Orangetima. Biologische Entität. Beständig, symmetrisch, fügsam. Sonnenrebe. What the fuck? Verhalten wachsam. Verarbeitet Erde. Das ist ja lustig. Du kannst ja alles hier scannen. Er kann ja auch die Tiere zählen wahrscheinlich. Kann den Essen anbieten. Kannst ja auch kaputt machen. Aber wo gibt's denn jetzt Nahrung? Ich will Tiere zählen. Ich will eine Farm aufbauen. Kannst du wirklich alles hier scannen? Ja. Sogar Steine. Alles muss gescannt werden. Aber teilen wir uns die Scans oder müssen wir jeder selbst scannen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, du musst selber scannen. Okay. Weil die ganze Zeit links hier die Dinger aufpoppen und ich bin mir nicht ganz sicher. Ah ja, okay, wir haben doch dasselbe Material entdeckt und... Lokalisiere dein Raumschiff. Wir teilen uns okay. Nicht den Loot, oder? Glaube ich auch nicht. Seid ihr schon wieder... Ach nee, da... Nee, nee, wir... Okay. Ich bin hier noch am... Zurück. Wie du irgendwas am Laser. Laser. Ich habe einen Laser. Ach, da oben sogar ein Kompass jetzt. Endlich. Da ist eine Schatztruhe, die sich noch erzählt. Wird schon wieder heißer alles, ich gehe mal zurück zum Schiff. Oh ja. Das war Gefahrenschutz aufladen. Im Schiff ist man wahrscheinlich geschützt vor den Elementen, oder? Ja. Okay. Die ganze Zeit auch HP. Da komme ich hinterher. Mal kurz scannen. Oder einen Planeten clearen. Komplettes Scannen ist aber auch. Das ist wie damals ein Spore, wo du auch alles eingesaugt hast und gescannt hast. Das war wild. Oh. Das ist ein ganz komisches Spiel. Das war eine lustige Kuh. Aber es ist schon auch irgendwie ganz geil. Mhm. Und ich sage, es ist besser als Starfield. Das bessere Starfield. Hier, Nahrung. Warte doch, ich kann die scannen, die Tiere. Ja. Dann kannst du auch gucken, was die für ein Verhalten haben. Bei dir ist eher wachsam. Atmet durch den Mund. Ich kann auch nicht von allen aus. Extrem Hitzeschaden. Bin ich gleich tot oder was? Schnell zum Raumschiff. Leben bekomme ich im Raumschiff nicht, schade. Das ist sehr schade. Kritische Belastung in 7 Minuten, okay. Dann fülle ich wieder HP. Kann ich mich nicht wieder stärken?
Scanner, Aminlaser, warte mal. Exo-Anzug, Gefahrenschutz, Natrium. Lebenserhaltung. So. Das ist meine Lebenserhaltung. Das ist gar nicht meine richtige Leben. Okay. Ist das eine Voxel-Engine? Das sieht irgendwie so voxelig aus. Keine Ahnung. Was? Ah, wobei. Das Terrain vielleicht, aber die Objekte glaube ich nicht. Region des Planeten Otrinodachi. Gebiet entdeckt. Von mir? Ja, okay, Respekt. Sehr gut. Okay, Chat sagt ja. Das ist gut. Ich glaube. Oh, was ist denn da? Ich habe eine. Hier habe ich was entdeckt. Hier brennt was. Ah, oh, eine Kapsel. Beschädigte Maschinerie. Zum Öffnen Komponente. Das hat sogar Arme, das Ding. Sehr wild. Und jetzt? Hä, muss ist das ein Rätsel oder was? Nee. Achso, ich muss im Breitfall des Raumschiffs sein. Bobby ist wahrscheinlich auch ready zum Reparieren. Kohlenstoff kriegt man hier von diesen dicken gelben Dingern. Die brauchen aber ein bisschen was. Die stecken gut wahrscheinlich Taten weg. Aber was war unsere Tätigkeit? Ist man irgendwo. Ach, da oben, ja. Bam! Gib mir so Kohlenstoff. Bobby, auf mich? Nee, okay, jetzt rennt wieder weg. Was ist denn das für eine wildes Spinnen? Oh, hier sind blaue Blumen. Okay, einfach draufschießen. Ach, das ist schon tot, oder? Wo muss ich denn nochmal hin? Wie viele Beine hast du denn? Acht oder? Ja, acht. Wo ist mein Raumschiff da? Hä? Das kann eine Flagge von der Flotte sein. Da ein Kabel runter an der Fahne. Und was bringt jetzt das Analysieren? Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Wahrscheinlich um Elemente zu finden. Damit kannst du, wenn du später irgendwelche Rezepturen hast und brauchst und weißt du schon, was du dafür brauchen könntest und so weiter. Das heißt, da steht dann da alles schon drin. Geld, nicht sagt essen. Chat. Geld, du kannst alles verkaufen. Das ist wie bei Zelda, oder? Du kannst auch alles fotografieren. Ja, ja, und dann du kannst alles verkaufen. Danach suchen. Für Rezepte und so. Warum? Aber Respekt, wenn es alles random generiert ist. Krass. Sieht echt gut aus. Gibt es einen großen Berg, wo man mal hoch kann? Oh. Wärmeschutz bei 10%. Wo ist denn mein Raumschiff? Da. Money. Ich dachte, ich war schon ganz nah an meinem Raumschiff, aber jetzt. Einfach reich werden. Ob es ja auch mit anderen Raumstationen handeln kann? So. Er ist in die falsche Richtung gelaufen, glaube ich. Ist extrem weit weg. Das ist auf der anderen Seite des Planeten. Soll man abholen. Gehen würde. Das stimmt, geht noch nicht. Du musst den Tunnel abschließen. Oh, was ist denn das hier? Naja, 600 U ist ja noch easy. Feuerbeere. Ist da was drin? Fortgeschritten. Eddie müsste seinen Anzug nochmal aufladen, seinen Schutz. Ah ja, stimmt, sonst bist du gleich hier über. Sag mal, wo ist denn mein Raumschiff? Da rechts ist doch so ein X-Wing. Er rennt jetzt gerade drauf zu. Genau. Sogar mit hinter dem Hügel. Rechteck markiert. Ich habe kein Natrium. Ach, doch die gelben Pflanzen kaputt. Kohlenstoff. Da die Pflanze, genau. Ich habe sogar eine der coolen Pflanzen erwischt. Ich teile mal das Bild in Discord, damit es gleich sieht, was der da tut. Welche Pflanzen geben nochmal Natrium? Jede. Einfach auf Pflanzen schießen. Also nee. Auf die, die auch zu schießen sind. Auf die große oder direkt vor dir zum Beispiel. Die gibt Kohlenstoff. Nicht Natrium. Ach, Natrium ist C, musst du nur scannen, dann ist das das NA-Symbol. Kohlenstoff, genau. Kurz mitnehmen und dann
Ja, hier ist weit und breit nichts. So hier. Vermutlich, weil andere das schon eingesammelt haben auf diesem Planeten. Nein, gebrandschatzt habt ihr wohl. Nein. Kann man hier handeln, dann würde ich mit Eddie was mit. Ich glaube, man kann handeln, ja. Ich meine, es steht auch im Chat, dass Eddie keinen Gefahrenschuss mehr hat. Ich habe was in der Kiste. Ich renn dir entgegen, Eddie. Ich brauch dich nicht. Okay. Stirb ohne mich. Wo siehst du denn, was du hast an Natrium? Wo ist denn? Ich habe auch keins mehr. Ich habe noch 11. Ne, 30. Hier sind ganz viele Koffer. Verrostetes Metall, braucht man das? Vielleicht. Wer weiß. Da ist noch eine Kiste. Ich hab vergessen, wie ich mich generell heile. Was ist denn nochmal? Aufrüstung, Geste. Also vorhin in der Hilfsmittel Gebäude ging's. Ja. Okay, muss auch der Schütze wieder aufhören. Hier gibt's Natrium, die geben Natrium, die Dinger. Ja, Lebenserhaltung, Sauerstoff, ganz genau. Alles mal auffüllen. So. Ja, Lebenserhaltung ist aber nicht Leben, oder? Es gibt doch mal einen eigenen Lebensbalken, glaube ich. Den unteren weißen Balken habe ich jetzt gerade voll genannt. Ja, genau, das ist Lebenserhaltung, ja. Mit Sauerstoff. Ja. Nicht identifiziertes Material. Ich glaube, wir haben einen guten Plan, da steht, gibt es viel Sauerstoff. Zumindest in Pflanzen, nicht in der Luft. Ah, fortgeschrittenes Ding nötig. Ob man hier auch ein bisschen terraformen kann? Das wäre cool. Ja. Wenn die Temperatur mal senkt von dem Planeten? Nee, das nicht. Na, schade. Weil die eine Basis auch machen. Natrium, sehr gut. Terraform kann man. Jetzt habe ich gut Natrium gesammelt. Verdichteter Kohlenstoff. Jetzt müssen wir noch gut in Chemie sein und das Wissen, aus welchen Elementen was besteht und wie man es auftrennen kann. Und welche Reaktionen es gibt. Oh nein, Eddie hat Smile-Kit entdeckt. Smile-Kite. Was habe ich entdeckt? Smile-Kit. Smack-Kit, das klingt wie ein Ikea-Regal. Ja, stimmt. Wow. Sag mal, ich war doch nicht so weit weg von meinem Raumschiff. 23 Uhr. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe über uns vorhin eine Raumstation gesehen. Ist die noch da? Oder ist die weitergezogen? Die ist da immer. Glaube ich. Aber die bewegt sich doch, oder? Normalerweise. Ich meine, die ISS bewegt sich ja auch in die Erde. Aber das ist schon schlau. Also wenn man die Sachen scannt, dann kriegt man plötzlich, wenn man dann den Scanner benutzt, dann kriegt man viel mehr Natriumquellen angezeigt. Das ist also schon sinnvoll, hier alles immer schön alles muss gescannt werden. Zu scannen. Ah, da ist das Raumschiff. Ja, das geschafft. Oh, jetzt verliere ich richtige Leben. Achso, nee. Ist gut. Okay, die Leben sind ganz oben links. So, dann reparieren wir mal den Impulsantrieb, würde ich sagen. Dann können wir abheben. In der Theorie. Warte mal, was ist denn da? Celebrate? Tragbare Raffinerie zum Aufnehmen. Treibstoffvorrat. Verarbeitet Rohstoffe zu anwendbaren Produkten und Substanzen. Das brauchst du gleich, um dein Schiff zu reparieren. Ich hab's nur schon mal dahingestellt. Das ist ja nett. Weil das können wir alle benutzen, deswegen. Okay, jetzt brauchen wir nur noch die Schubdüsen, oder? Hier muss man noch irgendwas reparieren. Nee. Ich glaube, das haben sie ein bisschen einfacher gemacht, oder? Das ist toll. Das war früher, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Diese Startschubdüse ist kaputt. Reines Ferrit. Die Wasserstoffgelee, okay. Also, ich brauche auch die Wasserstoff. Aber das sind diese Kristalle, glaube ich, diese blauen. Die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Dauernd muss ich hier irgendwas reparieren, ey. Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Reines Ferrit und die Wasserstoffgelee. Empfehlung, Schiffsantrieb reparieren. Die Reparatur des Raumschiffs erfordert eine Mischung aus hergestellten Produkten. Ne? Die Wasserstoffgelee. Hab ich doch schon.
Stelle mit A-Gegenstände. Schmiere die Startschubdüse. Alter, was? Schmiere die Startschubdüse mit die Wasserstoffgelee. Chat ist einer von euch Raketenwissenschaftler und kann sagen, ob das Spiel originalgetreu ist. So. Ja, jetzt brauche ich noch reines Ferrit. Ich glaube, sie haben sich schon ziemlich an Physik gehalten, so ich es mitbekommen habe. Reines Ferrit. Wie mache ich reines Ferrit? Wahrscheinlich auch überlegen. Du machst Ferrit in diese Maschine, wo du eben dran standst. Genau. Kannst du reinschmeißen, hinten kommt dann reines Ferrit raus. Also ist das ein Ferrit, oder? Ferrit. Ferrit klingt cooler. Ferrit Bang. Ferrit. Ferrit. Ferrit Bang, die Legende. Die kleinen Frettchen. Können wir die mehrmals verwenden? Also mit Beinfleisch? The fuck? Nicht hinterfragen. Systemboost. Hm. Welches System willst du denn boosten? Ich hab hier irgendwas gefunden zum Systemboost. Ah. Oh, zum Systemboost klingt immer Ferrit Staub kann ich hier machen. Ist okay. Ich hab hier kein reines Ferrit. Ja, du machst aus Ferrit Staub machst du reines Ferrit. Also. Die Ausgabe muss das, glaube ich, sein. Eingabe links ist muss das, was du hast, rein. Ah. Und dann Input, Output, Output. Haha. Genau. Und dann. Ich glaube, wenn wir gleich durch die Gegend fliegen können, ist das ganze Kapitel mit Craften auch abgeschlossen. Ja, aber so. Ich verstehe, warum es für Eddie schwerer ist. Er hat diese Tutorial-Sachen, was man drücken muss, wo alles ist und so. Das war eben gar nicht. Ja, doch, unten rechts, oder? Ja, jetzt, aber gerade nicht bei dem. Ach so, ja, man muss es nochmal einblenden. Hm. Oh, was ist jetzt? Ah, ich habe ein Achievement. Cool. Startschubdüse repariert. Nice. Was muss ich jetzt reparieren? Alle Systeme funktionieren. Nimm die tragbare Raffinerie auf. Nee, mach doch nicht, weil das meine ist, aber ja, mach ich jetzt. Nicht entfernbar. Muss dein eigenes bauen. Achso, das ist deine. Wasserstoffskala, Staub. Wo ist denn noch die Wasserstoff? Nein. Nee, Deuterium. Da. Alle Systeme funktionieren. Nimm die Raffinerie auf, steht hier. Kannst du vielleicht auch skippen? Dann, bei mir ist das, also bei Nikolas ist Y. Ich flieg jetzt einfach weg. Verlasse das Schiff und sammle die tragbare Raffinerie auf. Okay, fuck you. Dann brauchen wir noch eine Metallplatte dafür. Das ist relativ genau, gebaut. Bau eine Metallplatte, öffne das Baumenü, stell eine hin und baue sie ab. Alle brauchen ihre Raffinerie. Ja, das ist halt Tutorial, ne? Muss halt gemacht haben, theoretisch. Ja. So, noch zwei, die Wasserstoff. Wo baue ich die denn? Es gibt ein extra Baumenü. Nicht da, sondern. Da, wenn du jetzt im Menü bist, musst du irgendwas anderes drücken. Boah, ich Controller, keine Ahnung. Ach, hier, Rohstoffe? Nee. Hochwertig. Nee, nee, ist ein anderes Menü. Ich versuch mal das. Ich muss mal nachgucken im Optionsmenü. Was das Baumenü ist. Ah, hier, ich hab's. Okay. Die Kreuz nach oben. Das ist auch so gut. Aber ich brauch noch Metallplatten. Da ist aber was. Okay, ich brauche noch Metallplatten. Wie kann ich denn. Kann ich ihm denn jetzt hier was von mir geben? Oh, dafür brauche ich Ferritstaub. Jesus. Ja, warte, ich hab. Warte, Schnellübertragung zu Money's. Oh, geht das wirklich? Da, fertig. Ah, cool. So. Dankeschön. Das ist sehr nice. So, dann können wir. Ah, ne, jetzt muss ich erst Metallplatten. Genau. Und jetzt kann ich die Raffinerie bauen.
Ups. Dann brauche ich mein, auch meine eigene Waffe. Auch nicht möglich. Achso. War noch. Ja, wieso baut er denn nicht? Halbplatte. So. Rechten Stick reindrücken. Ja. Das ist nicht so. Auch aufnehmen, ist das. Tragbare Raffinerie, okay. Und aufnehmen. So. Upsala. Ups. Was ist passiert? Meine Raffinerie fliegt. Welches war jetzt mein Raumschiff? Das hier? Meins war ganz links. So, alle Systeme funktionieren. Suche ja. Antworten in den Sternen. Hebe mit RT ab. So, Nikola, es war nett. Ist okay. Woo! Ich fliege, Leute! Oh! Es ist nicht invertierte Flugsteuerung. Das ist ungewohnt. No. Hä, steh. Der fliegt aber langsam. Ah, so. So, jetzt kann ich das. Ich muss die. Oh nein, er fliegt ja weiter, während ich im. Alter, was ist hier eine Landeplattform? Leute, ich habe was entdeckt. Aua, wie landet man? Wie landet man? Ich weiß es nicht. Wenn du dem Boden nahe kommst, das war die falsche Taste. Gibt's einen Knopf, der dann automatisch landet. Aua! Da fliegt er. Der landet nicht automatisch. Tastatur schon. Aha, jetzt. Okay. Hoffe ich, habe ich das Raumschiff nicht kaputt gemacht. So, jetzt kann ich erstmal kurz die Steuerung für das Raumschiff, dann muss ich invertieren. Allgemein Kamera. Kamera? Nee. Kamera oder Steuerung? Flugsteuerung hier. Umgekehrt. So. Halte er, steige aus. Leute, ich hab Aliens entdeckt, ich sag's euch. Verschlüsselte Navigationsdaten. Kann ich da nicht rein? Hm. Was war das? Was treffen wir uns denn? Bist du auf einem Planeten geflogen gerade? Nein, ich bin auf dem gleichen Planeten. Achso, Otrin und Dachi. Achso, sind wir. Aber Bobby ist an einem Planeten, oder? Nee, ich bin nur eben. Also in der Umlaufbahn. Nicht dieser Planet. Achso, okay. Ich glaube, ich habe mich gerade in dieses Ding reingebackt. Erstes Raumschiff. Indem ich mich einfach auf den Stuhl drinne gesetzt habe, obwohl ich noch draußen stand. Nanit. Was ist Nanit? Ist das Geld? Nanit war Geld, oder? Tja, vielleicht. Was ist das? Raumschiff rufen. Zu berichtig für Upgrades. Was ist hier? Hobby. Einfach den Orbit verlassen, oder? Excellent. Gesund auf Maximum. Okay. Atlas Pass. Ah, das ist schon ziemlich cool. Das hat, glaube ich, kein anderes Spiel, das es so einen flüssigen Übergang hat. Ah, krass. Ich habe viel verrostetes Metall schon. Boah, ist der Planet riesig. Ist ja komplett bescheuert. Ausgezogen, Boost. Das ist ein guter Typ hier. Hat ein Jetpack, nimmt trotzdem die Stufen. Alles für das. Für ach, das ist ein Leiter, okay. Ja, in Zukunft wird Sport schwieriger, wenn man Jetpacks hat. Euklid-Galaxie.
Ey, nicht solche Wörter bitte. Hier ist es ein jugendfreier Stream. Ich bin gespannt, was hier oben ist. Paddy, du müsstest dich heilen, dein Leben auf mit Sauerstoff füllen wieder. Lebenserhaltung, okay. So. Holo-Kommunikationsturm. Holo-Terminus aktiviert. Netzwerkverkehr niedrig. Auf Aufzeichnung zugreifen. Im Holo-Terminus sind momentan keine eingehenden Anrufe. Die Protokolle des letzten Anrufs sind verfügbar. Korvax. Linkskribbel eine Ruma Istrovisk. Weiter Land. Okay. Ich kann die Sprache zu wenig, um. Ja, das ist natürlich unglücklich. Um zu lernen, was hier. Also landen ist einfach nur nähern und dann landet man automatisch. Also ich muss, du spielst ja nicht mit Pad, deshalb. Ja, ich musste noch eine Taste drücken. So, ich gehe wieder ins Raumschiff. Hui, das ist einfach schon geil. Ja, nicht mit Impuls aktivieren. Oh Gott. So. Ach, das seid ihr zwei da, oder was? Ja, ich bin eine bestimmte Farbe, die ich nicht weiß. Soll ich zu euch kommen? Du bist auf jeden Fall blau bei mir. Bobby ist bei mir grün. Du musst jetzt wegen dem Tutorial noch zwei, drei Sachen mit dem Raumschiff machen und dann können wir zum nächsten Missionspunkt. Aber hier steht gar nicht, was ich als nächstes machen muss, ehrlich gesagt. Dann musst du erst in den Orbit. Ah, ich soll ins Weltall? Ja. Okay, ich flieg. Ich verlasse den Planeten. Ah, nee, stimmt nicht. Der Weltraum ist verdammt. Nikolaus, hast du mich reingeflogen? Was ist das geil? Das ist schon ein geiles Feature, muss ich sagen. Das hätte Star-Dings haben müssen. Starfield. Du kannst nicht 10 Jahre nach No Man's Sky so ein Spiel rausbringen und da kannst du das nicht. Das hätten die sich auch denken können, dass das nicht gut ankommt. Guck mal, ich bin schon. Das war Alter. Problem. Guck mal, jetzt kann man hier über den gesamten Planeten gucken. Das ist schon geil. Das ist gigantisch riesig, dieser Planet. Ich bin nicht alleine, das kriegt. Jenea-System, Euklid-Galaxie, von dir entdeckt. 5 Himmelskörper. Orbitalflug vollendet. Teste Raumschiffsysteme. Teste die Flugsteuerung und die Düsen. Wie geil. Teste Raumschiffsysteme. Teste den Boost. Oh, viele kaputte Brocken. Teste Raumschiffsysteme. Halte LB und RB gedrückt, um Impulsantrieb zu testen. Wie kann ich denn das Raumschiff drehen? Das muss man doch irgendwie drehen können. Also jetzt. Oh, Lichtgeschwindigkeit! Da hat er den Impulsantrieb gefunden. Ankunft eine Woche. Habt ihr eine Woche Zeit? Eingehende Nachricht. Antworte über den Kommunikator. Bitte identifiziere dich. Ich bin Krützkkk. Du bist nicht Krützkkk. Allein. Folge. Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetare Koordinaten zu sein. Hm. Der Wasserplanet sieht mit Zahn aus dahin. Okay. Ja, Bobby ist natürlich schon da, klar. Sind beide da und warten auf dich. Unglaublich, ihr seid unglaublich. Wisst ihr das? Mit euch würde ich gerne das Universum entdecken. Genau, ich ja. Unfassbar. Unfassbar. Ihr lootet ganze, ihr seid schlimmer als Nils, ihr lootet ganze Planeten. Ihr fliegen andere und ich weiß nicht, ob die gut oder böse sind, deswegen würde ich.
Schauen wir mal schießen. Ich würde damit nicht anfangen. Nee. Okay. Folge den Koordinaten und finde die Signalquelle. Steuere die Koordinatmarkierung an und aktiviere den Impulsantrieb. Womit gibt es da Kuris? Ja, ne? Ja, da fliegt er dir auch an. Okay. Dann treffen wir uns da. Impuls 3, 2, 1. Ankunft 8 Sekunden. Stimmt, ich hatte ja mal einen Planeten Gard. Woher wisst ihr das? Habe ich das... Habe ich doch noch gar nicht gestreamt? Es wurde gestreamt, ja. Hä, da habe ich doch noch gar nicht gestreamt, oder? Ja, für RBTV. Genau. Ach so. Ja, auch gesehen. Und dann hast du Budi angerufen. Oder die hat dich angerufen. Alter, das weiß ich gar nicht mehr. Okay, das ist krass. Boah, jetzt geht's direkt rein hier. Ich gleich noch mitspringen, du bist aber wirklich. Schön die. Durch die Atmosphäre. Wo treffen wir uns dann? Auf welcher Seite des Planeten, wenn ich fragen darf? Zur Signalquelle müssen wir doch, oder? Treffen wir uns da. Landesequenz wird eingeleitet. Ungefährer Standort. Folge den Koordinaten. Klar, wir gehen von plus 117 auf minus 60 Grad. Sehr gut. Beide extrem auch mal angeschaut. Was ist das? Ich brauche noch eine Minute. Wächter. Zitat von Buddha vor. Oh, da sind noch ein paar Wolken. Ah, wer ist denn der Wolken, Wächter? Ne? Das könnten ja, ich glaube, das ist nicht gut. Irgendwelche Androiden, die hier aufpassen. Das ist keine feindliche... Ey, das Vieh da oben sieht aber auch nicht allzu freundlich aus. Okay. Ein F-Tower Rixarakta. Und das ist ein... Okay, ich darf in der Atmosphäre nicht springen. Das ist okay. Okay. Jetzt muss ich kurz nochmal in Space gehen. Crazy, da war ein komplett... Warte. Das ist wirklich das Spiel mit den größten Inhalten, oder? Also, hat eine Galaxie, die du preisen kannst. Mit realistisch großen Planeten. Das ist ja komplett bescheuert. Mir gefällt das ja. Helldivers Update, oh ja. Das und Helldivers, das wäre lustig. Ganzen Planeten platt machen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Analysiere die Geode mit X. Welche Geode? Oh, wo bist du denn? Ich stehe neben Eddie. Achso. Ich sehe mich nur gerade mit Eddie. Achso, wir müssen jetzt mit hier diesem Scan-Ding, da hast du zwei Optionen. Einmal Ziel scannen und einmal Analyse scannen. Und wir müssen jetzt aufs Ziel scannen gehen, um dieses Signal zu orten. Ah, okay. Hallo. Ziel erfasst. Das müsste eigentlich hier sein. E ist zum Landen. Ach, guck mal. E ist Landen. Ja, aber es scheint doch genau hier zu sein. Geschätzte Entfernung. Ach nee, 200. Hä, ist das unter uns scheinbar? Hallo. Keiner hält sich. Was ist denn jetzt? Hab ich denn hier gemacht? Ich glaube, das ist unter uns. 200 Meter. Da ist eine Höhle. Lass mal die Höhle nehmen. Steige ich aus? Auch eh, ne? Hübsch habt ihr es hier. Bleib hier. Jetzt wird irgendwie hier Kreaturen angegriffen. Ja, vielleicht geben die geiles Loot. Rohes Steak. Ja, okay. Zielscan aktiv, Ziel erfasst. Ja, wir müssen hier runter auf jeden Fall. Ja gut, dann lass doch mal rein da. Hier ist ein... Was ist das? Summender Beutel. Eiweißperle. Im Zielscan-Modus ist das. Erstmal einsammeln. Ja, der Bord hatte nichts Schönes. Oh,
110 Meter. Hier ist auch nicht hier in der Höhle oder was? Jetzt raff ich gar nichts mehr. Doch hier aus dem Boden, ne? Das ist eine creepy Höhle. Und was ist das? Riesenpopel oder sowas? Gefährliche Flora, geh da nicht ran. Okay. Das kann Minecraft nicht mit seinen Höhlen. Die gucken mich an, die Pflanzen. Oh Gott. Sie haben Augen. Oh, ich glaube, wir nehmen. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Alles gut. Giftschutz bei 10%. Eieieiei. Was geht hier? Gefahrenschutz, Natrium. Vollgerichtungsanzeigen, ein bisschen Signalquelle ist gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Einfach tiefer rein, sagt ihr. Na gut. Was? Nein. Ne? Auch nicht? 150 Meter? Hä? Ich hab das Gefühl, ich entferne mich. Wir müssen wieder raus, wir müssen hier in die. Weite Landschaft. Troll war die Höhle. Das war Bait. Bait? War eine schöne Höhle. War ein bisschen creepy. Aber hier gibt's geilen Scheiß in der Höhle. Fußspuren? Nein, gibt keine Fußspuren. No! Das Wichtigste bei Schnee. Kobalt. So, mit F müssen wir die Signalquelle lokalisieren. Hier geht's lang. Okay, verstehe. Sag mal, scannt ihr auch mal Sachen oder rennt ihr einfach nur von Ziel zu Ziel? Ich befürchte fast. Naja, also. Ich analysiere den ganzen. Wir sind schon Planetenentdecker, ne? Und nicht. Jetzt haben wir wieder Natrium, damit du gleich nicht stirbst. Ich hab Natrium, danke. Also, Vorsicht, glaube ich. Super. Okay, jetzt geht ja auch ein bisschen was. Wir brauchen ja. Erstmal muss ich meinen Laser aufladen. Ja, die spart schon für sein. Oh, es gibt einen Baum. Nee, das heißt anders. Hinter dem Hügel müsste das sein. Hi. Der Weg ist das Ziel, Leute. Ich sag's nur, ne? Frachtabwurf. Achso, ist das für uns? Zumindest. Oder ist das hier die Drogendealer, die hier die Zeug abwerfen? Das ist nur verrostetes Metall drin. Das ist Loot. Na toll. Speichern und kalibrieren. Also hier ist die Signalquelle, ne? Hier. Ja, man sieht's. Man sieht's. Es brennt, als gibt's jetzt Sauerstoff. Also ist die. Ja, hier sind doch überall Pflanzen, Nicola. Ja, es gibt auch Schnee und so. Ja, okay. Ich hole auch mal Staub weg. War aber gar nicht so weit weg. So, ich bin an der Signalquelle. Sie dabei. Kaputte Technologie. Habt ihr es kaputt gemacht, ja? Upsi. Ja, naja, war schon so. Mhm. Signal entschlüsseln. Oh, da ist wieder das Geräusch. Schlüsselgeräusch. Alter, irgendwie passt es ja ganz gut zum Spiel. 16, 16, 16. Basiscomputer und ein Terrain-Manipulator. Mit etwas Glück enthält der Basiscomputer mehr Informationen über die, die in die Nachricht hinterlässt. Pläne extrahieren. Guck mal, sind doch unter. Neuen Gebäudeteil gelernt. Portabler Landregistrierungsservice. Kontaktiert nach dem Platzieren das universelle Kartografiearchiv, um das Eigentum des Landes, des Lands einzurichten. Nach erfolgreicher Registrierung können Basismodule an beliebigen Orten gebaut werden. Chromatisches Metall. Neue Technologie entdeckt. Terrainmanipulator. Fortgeschrittenes Terraforming-Gerät. Dieses Modul überlädt vorhandene Multiwerkzeugsysteme und ermöglicht es dem Benutzer, die Region nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Geladen mit metallischen Elementen. Kohlenstoff-Nanorohr, Diwassergelee. Ja, okay. Wieder mal die. Haben wir doch schon hergestellt, oder? Aber doch mal. Das ist natürlich cool. Das Chili kann man nur in dem. Ja, da war wohl schon jemand. Achso, hast du von dir schon?
Was? Achso, dann würde ich die Raffinerie aufstellen. Raffinerie. Wähle im Protokoll die Mission Terrain-Manipulation aus. Okay, dann müssen wir, glaube ich, wieder dieses Ding bauen, diesen... Achso, Basiscomputer, chromatisches Metall. Woher kriegen wir denn chromatisches Metall? Wahrscheinlich auch hier über die tragbare... Die Wasserstoff. Das chromatische Metall kriegst du, wenn du diesen Terraformer gebaut hast, dann bauen wir Kupfer ab. Ah, okay. Deswegen erst dieses... Die Pistole hier reparieren quasi den. Reisemeile erreicht. Jetzt können wir nämlich F drücken, um das Vorkommen hier zu analysieren. Raffinerie, kein Treibstoff. Was noch? Kohlenstoff reinlegen. Ausgabe, Raffinerie, Lagerbehälter. Ein Behälter für die Lagerung der in der Raffinerie. Wie kann ich denn was aufstellen? Gewünschter Vorgang nicht verfügbar. Ich habe jetzt meine Raffinerie im Inventar. Wie kriege ich die denn auf den Boden? Y. Achso, das ist dieses Baumenü. Ah, okay. Dankeschön. Verdammt, ich habe doch nur einen. Okay, oh Gott. Abdrich gehabt. Wie kann ich denn jetzt? Ach, da, G. Okay, Gott sei Dank. Baue Kupfer ab, um den Basiscomputer zu bauen. Kupfer, oh Gott. Kriegen wir denn jetzt Kupfer her? Moin. Ja, Kupfer ist hier, aber wir warten auf Eddie, bis wir abbauen. Ist C plus Kupfer? Nee. Kohlenstoff. Cu ist Kupfer, oder? Hier ist überhaupt nichts mit Cu. Hier ist, du kannst durch dann durch F mit deinem Scanner kannst du ein Vorkommen suchen auf dem Planeten. Warte. Und ich stehe jetzt hier drauf. Du hast schon gefunden. Das ist mal hier Musterschüler. Darf ich kurz mal zu den Kristallen, meine Herren? Danke. Mit ihren massiven Horn. Ich bin erst mal so überfordert. Wähle im Protokoll die Mission Terrain-Manipulation aus. Baue Kupfer ab. Ja, du kannst zwischen Hauptquests und Sidequests wechseln. Genau, jetzt kommst du hier hoch. Hast du jetzt diese Pistole ausgewählt oder noch deinen Scanner quasi? Weiß ich nicht. Nee. Genau, du kannst diese Waffe, ich weiß nicht, warum das bei ihm nicht angezeigt wird. Du kannst die jetzt noch. Hast du den anderen schnell hergestellt? Zeig mal das Menü. Moment, was ist denn hier? Hier ist irgendwas. Das Kupfer jetzt hier. Hier Kobalt steht drauf, ne? Kobalt. Hier ist Kupfer. Ja, hier ist Kupfer. Hier. Der hier. Ja, dafür brauche ich den Terrain-Manipulator. Genau, den hast du jetzt. Den musst du einfach nur fertigstellen. Den kannst du auswählen in deinem Inventarmenü, wie eben auch die anderen Sachen. Kohlenstoff-Nanorohr und die Wasserstoff-Gelee. Genau, okay. Jetzt gehst du wieder einen Schritt zurück. Kannst dann da in dem Exo-Anzug Tab oben, kannst du dann wieder unten auswählen, was du haben möchtest. Die Wasserstoff-Gelee, genau. Habe ich doch alles. Nanorohr zwei Stück, genau. Jetzt okay. Dafür brauchst du jetzt aber noch was, das zweite, ne? Also wir brauchen den Thermo. Ah, zwei Nanorohre brauche ich. Genau. Das ist aber auch jetzt kompliziert. Bist du fertig? Dafür brauche ich Kohlenstoff. Jesus okay, Christ. Warte. Okay. Dafür braucht man Kohlenstoff. Verdichteter Kohlenstoff. Da ist doch Kohlenstoff. C plus ist A, okay. Oder so. Also wir gehen in den Exo-Anzug. So, dann. Da. Nee, Quatsch. Nee.
Das war der falsche Kohlenstoff. Wo ist denn hier sonst noch Kohlenstoff? Was ist das rote hier? Ist das nicht? Das rote ist Kohlenstoff. Ja, da hinten ja, hier ist Kohlenstoff. Ist Kohlenstoff, bitte. Ich habe richtig viel verdichteter Kohlenstoff, aber ich habe nicht. Wo ist Kohlenstoff? Hier, wir sind hier unten. Das rote 50. Hier. Warte. 50. Obwohl das auch verdichteter ist, Nikola. Vielleicht muss man den Verdichteten zu normalem machen. Ich hab das doch auch normal gebaut, oder? Ohne was zu machen. Ist ein Kohlenstoffkristall, das ist ja auch alle verdichtet. Inventar voll. Hast du den schon gebaut? Nee. Den bin ich auch gerade dabei. Ah, hier, Inventar ist voll. Ja. Genau. Das kann ich doch ans Raumschiff stapeln. Beinfleisch. Kohlenstoff. Kohlenstoff, hier in der Pflanze ist Kohlenstoff. Bewegen und stapeln. Die mit den grünen Blättern hat Kohlenstoff drin. Beinfleisch. Bo-Steak. Bewegen und stapeln. So, Eddie, da ist Kohlenstoff normaler. Jetzt kannst du bauen. Moment, ich muss kurz, mein Inventar ist zu voll. Kann man das auch direkt ans Raumschiff schicken? Ich glaube, der muss in der Nähe vom Raumschiff sein, kann, aber kann auch so theoretisch. Ich weiß nicht, musst du testen. Jetzt habe ich Kälteschaden. Ja, du musst deinen Anzug wieder deinen. Ja. Genau. So, gut, die Werkzeuge ist dann. So, geschafft. Das kann ich nicht bauen, ja, oder was? Weil der. Das Inventar voll ist. Oh, die Drohnen sind da. Alter, was geht denn jetzt ab? Ach du Schande, moin. What the fuck? Seht ihr das? Ja. Sollen wir fliegen? Nein. Hat oh niemand gescannt? Wir hätten den scannen müssen. Stimmt. Ich brauch Sauerstoff. Ich brauche Inventar. Aber ich kann. Ich kann. Schick doch was an uns. Nimm was in die Hand und schick's einfach an uns. Warte. Jetzt kann ich das Ding bauen. Terrain Manipulator installiert. So. Sehr gut. Jetzt kann ich Kupfer sammeln. Genau, jetzt gehen wir zum Kupfer hin. Hier, das Kupfer. Da ist Sauerstoff drin. Hier. Upsi, ich hab ein Loch reingemacht. Okay, man kann doch Terrafon. Und jetzt einfach hier draufballern, Eddie. Hier, auf das Deck. Boah. Oh, das ist nice. Pam, 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 pam. Erhält man dann auch alle Sachen, oder? Andere Sachen. Silikatpulver ist das aber. Achso, das ist Kupfer. Wie wechsle ich denn die Schusswaffe? Ah, hier oben. Geh. Glätten kann man auch, wiederherstellen kann man, abbauen, erschaffen, das ist ja wild. Autsch. Kohlenstoff habe ich richtig viel. Aber ich habe schon wieder Inventar voll. Baue eine tragbare Rafte. Sehr lang gelootet. Das heißt, wir müssen gleich erstmal irgendwo gucken, dass wir das verkaufen können. Wo habe ich denn nochmal die Raffinerie gebaut? Da unten. Ich kenne die Taste nicht. Das ist da, wo du eben gebaut hast, das V-Menü. So, da ist die Raffinerie. Oh, das arme. Wie kann ich denn wieder den normalen Laser benutzen eigentlich? Ja, das ist auch eine Taste. Nee, das ist auch schlimm bei dir. Dreieck. Ey, der greift mich an. Also, okay, ich habe ihn zuerst angegriffen, aber. Ich kann sagen, du hast ihn doch beschossen. Ja, na gut, aber jetzt. Jetzt ist er auch wieder gut. Er ist tot, okay. Er greift mich. Ich möchte wieder verstehen, dass. Oh, wir werden ein bisschen. Was denn, wie viele Beine sind das? Die Spinnen werden immer riesiger. Ameisenspinnen. Ja, bisher gibt es keine Aggression. Boah, Mann, ich kann nichts machen. Ich bin wegen meinem Inventar. Das ist doch scheiße.
Dann schmeißt du das mal so raus. Oder komm zum Schiff und tust da rein erstmal. Oder so. Schiff nicht in Reichweite. Hier, Nikola. Beinfleisch für dich. Oh, endlich. Du hast die ganzen Tiere erlegt. Okay. Das ist mein Schiff eigentlich. Veredelte. Für Basis kann. Stelle chromatisches Herr Tell allerdings, okay. Ah, das wird ja wieder nicht gehen. Mit F und dann Zielscanner und dann einfach in der Gegend rumgucken, die blauen Icons. Da findest du dann Kupfer. Standarddienst nicht. Schmeißt das Fleisch weg und die Essenssachen, okay. Eine Reinbeutel auch? So, jetzt habe ich ein bisschen Space. Ich gehe mal zurück zum Schiff. Ich brauche wieder ein bisschen So, jetzt kann ich die dumme Eiweißperle rausnehmen und was anderes reinmachen. Das nehme ich. Vorhin aufgegessen. Die Geode. Nee. Vorhin wurde Pflanze gegessen. Das weiß ich nicht. Chromatisches Metall. Kupfer. Keinen Treibstoff, weil ich Eddie alles gegeben habe. Was brauchst du dann? Kohlenstoff oder so. Ja, ich bin glaube ich nicht in der Nähe von dir. Nee, das würde ich so machen. Ah, so machen wir das. Sauerstoff, ja, Sauerstoff. Geode analysieren, wie. Was, ja. Schläfst du oder bist du tot? Okay, es ist tot. Ah, es hat schon so ein bisschen so einen süchtig machenden Gameplay-Loot zwischen irgendwie ständig neue Sachen finden, neue Sachen bauen, mit denen du wieder neue Sachen findest und wieder neue Sachen bauen und so weiter. Ja, ich bin immer fasziniert von der riesigen Welt. Ist ja komplett bescheuert. So. Dass so ein kleines Studio sowas umsetzen kann, ist schon ziemlich beeindruckend. Aber auch erst mit 10.000 Updates. Mal dazu sagen. Der Basiscomputer markiert einen Ort zum Bauen. Finde einen geeigneten Ort und setze den Basiscomputer ein. Okay. Ist das ein Mammut? In Form eines Pilzes? Weißt du was? Ich hole jetzt mein Raumschiff. Wir bauen noch die Basis eh hier. Dann hole ich jetzt mein Raumschiff auch hierher. Echt, du willst auch mal Altplaneten bauen? Wir müssen die jetzt erstmal hier bauen wegen dem Tutorial-Gebiet. Ne? Achso, es ist für den Tutorial. Na gut. Ich brauche Lebenserhaltung. Dankeschön. Wo ist denn mein Raumschiff? Sauerstoff haben die jetzt nicht, die Pflanzen. Das ist sehr enttäuschend. Und Gestein vor allem, das hat Sauerstoff. Du kannst das im Menü rufen? Wie, ich kann mein Raumschiff zu mir rufen, oder was? Nee. Doch? Das wäre cool. Raumschiff nicht in Reichweite. Steuerkreuz unten, schreibt jemand. Nach oben, schreibt der andere. Chat in der Latsche. Aufrüstung aufladen. Eine gute Idee, ist aber echt Betrieb. Kurz aufladen. Fotomodus-Gesten. Fahrzeuge rufen. Landung nicht möglich. Achso, weil ich hier wahrscheinlich schlecht. Ah, jetzt kann ich selber aussuchen. Da war's, da ging's. Da hat doch gerade jemand sein Raumschiff geparkt. Und das ist nicht meins, so. Das ist ja perfekt. Das ging doch früher bestimmt nicht, oder? Früher gab's einiges nicht. Da konnte man noch keine Sachen bauen. Er ist einfach nur vom Planeten Blank geflogen und hat sich Dinge angeschaut. Jetzt kann ich endlich mal ein bisschen was ins Raumschiff packen. Hier zum Beispiel verrostetes Metall. Schnellübertragung. Raumschiff, guck. Alles gut, machen wir weiter. Was haben wir hier? Feuerbeere, Chilis. So. Basiscomputer. Was ist denn das schon wieder? 500 Meter, 100 Meter, 200,
50. Das ist alles so weit weg. Nur den Tunnel, ja. Sag mal, wenn ich so einen Baum so wegballer, kriege ich dann die Ressourcen? Ich habe das Gefühl nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass du Holz sammeln kannst, nee. Wie kann man denn die Waffe wieder ändern? Y. So, ich gehe jetzt. Ah. Ach nee, das ist Dioxid. Okay. Das ist einfach nur der Kupfer. Dioxid. Ach, das sieht alles gleich aus, die Elemente. Mann. Warum? Naja, mit die da her. 400 Meter. So. Ihr müsst auch die Sachen analysieren, Leute, ne? Ja, aber das bringt dir dir nichts. Ich glaube schon. Wenn ich dann meinen Scanner, wenn ich die Sachen. Wir haben vorhin die mit Pflanzen doppelt entdeckt, also ich glaube, das wird nicht geteilt. So, jetzt machen wir mal. Was ist denn das jetzt hier? Ich jogg mal zum Kupfer. Der Basiscomputer, okay. Ich baue jetzt hier einen Basiscomputer hin. Weil hier ist eigentlich vielleicht nicht der beste Ort. Egal. Oh, hier geht's wieder runter. Hier. Da wird's aber nicht reinfallen. Das Loch. Sucht nach kartografischen Archiven. Die universelle Archivsuche weist keinen früheren Anspruch auf diesen Ort auf. Oh, es gibt einen Sonartest bestätigt Ort für Bau geeignet. Ich glaube, ich probiere nachher mal den VR-Modus aus. Das klingt auch ziemlich cool hier, VR rumzulaufen. We are family. Kupfer abbauen. So ja, Leute, ich habe eine Basis gebaut. Ich habe eine Basis gebaut. Basiscomputer, Archive durchsuchen. Stürme fegen über Xkxen. Aber nur noch wenig Baumaterial. Deponiere Unterschlupfpläne während Xkxx. Ich muss Xkxx bald zurück. Kerninfrastrukturteile erhalten. 7 Gegenstände gelernt. Angewinkelte Bauholztür, Bauholzwand, Bauholzbodenplatten, Bauholzflachdach und Florabehälter. Ich zeig dir, das ist ein perfektes Minispiel. Baue Basen als Schutz vor Hunger. Ey, ich will mir doch jetzt hier nicht eine Holzhütte bauen. Ich will doch das Universum erforschen. Ja, wir bauen hier einfach ein kleines Hütchen, das hier irgendwo ist. Muss was okay, jetzt machen, kann ich. Jetzt kann ich hier zum Beispiel meinen. Muss ich mir meinen Computer wieder abbauen, weil ich nicht mehr hier bauen kann, weil Eddie hier gebaut hat. Also der hat jetzt sein Gebiet hier beansprucht. Ah, ja. Okay. Na toll, ich bin irgendwo reingefallen. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Jetzt muss ich dieses Terrain manipulieren. Ah, okay, jetzt muss ich erst. Ich habe eine Höhle gebaut. Oh, gut. Temperaturen stabilisieren sich. Geil. Seite bin ich gerade. Ja. Nee, das ist schön. Ja, dann baue ich hier mal einen. Das sieht auch schön aus hier. Weg mit dem Scheiß. Wie weit dieses Gebiet ist, wo ich jetzt nicht bauen darf, ne? Das ist unglaublich. Bau nicht möglich innerhalb bestehender Bau, das ist ja frech. Ja, kann ich alle bauen. Aha. So. Hallo, das bin ich. Um Fontron-Kolonie, das sieht so aus. Ey, wie weit muss ich weg, Nikola? Wo bist du denn? Frag mich nicht. Ich habe hier keinen Kompass. Ich frag mich nicht. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, einfach nur. Also, ich werde auf jeden Fall Eintritt nehmen bei mir. Achso. Da muss man sich dem Markt anpassen, Leute. Ihr habt keine Basis, ich habe eine. Der Schneesturm kommt. Das ist leider. Ich will aufpassen. Es ist wie es ist, Leute. Don't hate the player. Hate the business. Ja, das Business hier auf dem Real Business auf dem Planeten schon. Stübelpegen. Achso, ich brauche noch ein Dach. Ey, bau nicht. Hä? Das ist ein Scherz, ja. Ich bin so weit weg. Wo bist du, Nikola? Ich springe. Die Himmelsrichtung. Na? Wo steht bist das? Du noch auf dem Planeten? Ich bin auf diesem Planeten. Ich
bin im Norden von Eddie, glaube ich. Ja. Nordwesten. Das ist ein bisschen komisch hier. Das Problem ist, ich kann hier nirgendwo jetzt hinbauen, weil das Gebiet beansprucht wurde. Wie mache ich denn jetzt hier das Dach über mir? Ich muss aber auch ein bisschen laufen, bis ich bald genug weg war. Dass man hier alles aus Kohlenstoff bauen muss, ist ja... Ich krieg's nicht gebacken. Ja, ich bin von Eddie jetzt 250 Pumpen entfernt. Und du? Kannst du mit F gucken in dem Scanner. Von Eddie. Wenn du ihn siehst. Kann die Kamera frei bewegen im Baumodus? Nee. Was kann man? Ah, so. Hat doch jetzt 330 bin ich weg. Da konnte ich dann endlich meinen Marker setzen. Ich raff's immer noch nicht ganz. Ist hier Kohlenstoff drin? Aha. Kälte, ach, ich brauche Natrium für Kälteschutz. Das war's. Mist. Schnell Natrium. Gib es mir. Ha. Die Kamera ist vereist. Manche Leute haben ein Zuhause. Hier ist Natrium drin. Ziemlich cool. Ich habe es natürlich genau hier. Ich bin so im... Nein, das Spiel ist kaputt. Das ist aber gar nichts. Eine richtig schöne Holzhütte habe ich mir gebaut. Ihr dürft nicht rein. Könnt ihr bitte, ihr parkt auf meinem Grundstück. Ja, klar. Wäre nett, wenn ihr eure Raumschiffe vielleicht... Ja, ja, 33 Meter weit weg. Oder wie auch immer. Das kann doch nicht in der Sache sein. Nicht jeder möchte gerne fremde Fahrzeuge in seinem Hof stehen haben. Ich finde, ihr müsst auch ein bisschen Grenzen akzeptieren, auch wenn wir auf einem neuen Planeten sind. Sogar auf einem Planeten. Hm. Nein, geht nicht. Es ist schon verlangt, dass wir hier bauen. Es tut mir leid. Forschungsstation. Aha. Neue Gebäudeteil gelernt. Kohlenstoff-Nanorohr und magnetisiertes Frittenfett. Ach, hier geht's abwärts. Versorge deine Basis mit Energie. Jetzt wird's kompliziert. Okay, oh Gott, oh Gott. Die Konstruktionsforschung benötigt magnetisierte Erzeuge. Ach du meine Güte. Da ist Kohlenstoff. Hier ist auch Sauerstoff. Natrium. Endlich Natrium. Ihr habt keine Probleme mit eurer Lebensversorgung und so, das ist ja... Habt ihr eine Versicherung abgeschlossen? Ferritstaub. Müsste ich eigentlich noch haben. Ja, du sammelst ja alles ein, von daher. Hier. Brauchst du ein bisschen Fleisch, habe ich noch im Inventar von dir. Nee, ich brauch nichts, danke. Raffinerie offline, achso, Treibstoff. Ah, oh, endlich. Das ist aber mein Zuhause. Da. Bobby, hast du inzwischen eine... Lass ja gar nicht alles machen. Wie kann ich mein Raumschiff rufen? Geht das jetzt oder nicht? Ja, ich weiß nicht, welche Taste, weil Eddie hat es irgendwie rausgefunden. Magnetisiertes Ferris. Sammel reines aus der Raffinerie. Hab ich doch. Erstmal umbenennen. Das ist noch nicht genug. Was ein cooler Raumschiffname. X-Wing. Obwohl es kein X-Wing ist. Wo ist denn hier ein Button zum Ruf? Chat, ach, wie kann man darauf gedruckt sein? So. Mit Controller, ja, aber wie geht's denn mit. Platziere das reine Ferris. Okay. Ach ja, über das Schnellmenü. Fahrzeug rufen. Ja, ja. Dankeschön. Achso, jetzt muss ich das. Oh? Das Schnellmenü, X. Achso, X. Und darüber scrollen. Jetzt muss ich das neue Ferrit auch da rein, oder was? Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Wie viel Kohlenstoff hast du Eddie gegeben? Der hat ja gar keine Probleme. 900. Okay. Ich weiß von nix, ich habe alles selbst erarbeitet. Ist alles selbst gelootet. Kann man da unsere Krampe kaufen auf der auf diesem Ladeplattform-Ding? Die Konstruktionsforschung benötigt Kohlenstoff-Nanoröhren. Sammle Kohlenstoff von Pflanzen und Bäumen.
Warte, das kann ich gibt's doch nicht auch normales so machen. C, warum nur C+? Setze die Konstruktionsforschungsstation ein. Ah ne, falsch. Konstruktionsforschungsstation. Kann ich irgendwie nach Kohlenstoff suchen über mein Analysegerät? Dass ich eine Kohlenstoff anlege. Diagnosevorschlag. Der Benutzer sollte geborgene Daten aus vergrabener Technologie borgen. Bergen. Oder Kohlenstoff ist jede Pflanze, die du siehst, jeder Baum, jedes herstellbare Ding ist eigentlich Bäume sind auch Kohlenstoff, du hast vollkommen recht. Oh mein Gott! Ich habe ein Technologie-Tree freigeschaltet. Muss ich mal scannen. Okay, das ist ein Nils-Spiel. Ja. Der Tech-Tree ist ein bisschen bescheuert. Wenn ich den G abbaue, dann kriege ich da auch Kohlenstoff? Ah ja. Nee. Basis-Teleporter-Modul. Langstrecken. Materienübertragungsgerät, ein persönlicher Teleporter, durch den der Benutzer schnell zwischen den gebauten Basen sowie allen Raumstation-Termini, mit denen er sich verbunden hat, wechseln kann. Der Benutzer muss unbedingt vorher die Netzwerkintegrität überprüfen, wenn er beim Einstieg keine wichtige Materie verlieren will. Kosten 2 geborgene Daten. Erforderliche Teile, Natrium. Okay. Chat meint, es gibt 700 Gebäudeteile. Erkunde den Planeten und finde vergrabene Technologie. Wiederhergestellt werden kann, Bauteile ausgegeben werden. Verwende das Analysevisier, um vergrabene Technologien zu finden. Ach, den Stumm nähert sich. Oh. Oh, kann ich hier Dinge abbauen? Ich habe auch keinen Kohlenstoff mehr. Es ist alles weg. Na toll. Ah, so kann ich es abbauen. Teil tauschen. Oh, nicht sterben, Lil. Günstig. So. Was suche ich jetzt? Erkunde den Planeten. Okay, vielleicht dieses lilane Symbol. Aber wie weit ist das weg? Das wird mir dann nicht angezeigt. Nehme ich doch mein Raumschiff oder was? Wofür habe ich denn ein Raumschiff? Ach stimmt, ich kann mich einfach ins Raumschiff setzen. Bitte. So, Freunde. Ausgefallen. Wenig Treibstoff. Oh. Dafür brauchen wir Raumschiffstarttreibstoff. Uran. Ja. Hat jemand zufällig Uran? Ja, klar. Dabei, ne? Raumschiffstarttreibstoff. Ich kann mein Raumschiff nicht benutzen, Leute. Ganz schön gemein. Kurz mal ausprobieren, sonst wird es dir wieder weggenommen. Was machen wir denn jetzt? Wieso? Achso, weil ich gerade drin war. Das ist ja dumm. Weil wie alles im Chat geschrieben wird, das ist ja nett. Wie kriegen wir denn Raumschiff-Starttreibstoff? Ach du Scheiße. Was ist los? Der Sturm ist gerade hier bei mir. Aber holy shit. Der ist gerade schon wieder. Metallplatten. Ah, der zieht über den Planeten. Das ist ja geil. Das trifft uns einen gleichzeitig auch.
Metallplatten und die Wasserstoff, das kriegen wir doch hin. Hat schon so oft jetzt gemacht. Ah, jetzt hat er schon aufgehört. Oh, endlich. Setz dich am besten ins Raumschiff, da sind das mal sicher. Dafür brauchen wir Ferritstaub. Oh, ich dreh durch. Sehr gutes Haus anscheinend. Okay, ich glaube, wenn man die so wegballert, dann kriegt man die Rohstoffe nicht. Ja, man muss die alle einzeln abbauen, glaube ich. Mit dem Minenlaser. Aber die kann man bestimmt verbessern noch. Bestimmt. So ein fortgeschrittener Minenlaser wäre dann mal was. Kriege ich den dann. Stimmt, die Waffen mal upgraden, ne? Mhm. Hast du vorhin so ein Technologietree gesehen? Das ist eine sehr gute Idee. Können wir den verbessern? Wie den Laser. Wie kommt man denn da in das Menü, wo man den verbessert? Blitzwerfer. Oh, eigenes Kraftfeld. Das ist ja geil. Wie bist du in das Menü gekommen, Nicola? Ich habe unten einfach einen freien Slot ausgewählt, der noch unter dem Laser frei ist. Genau, und dann kann ich eine Technologie auswählen. Aber ich habe da nur zwei. Ganz links hast du alle Technologien. Allzweckwaffen aufsatz für das Multiwerkzeug. Der Blitzwerfer konfiguriert das Multiwerkzeug so, dass metallische Elemente stark aufgeladen und als Hochgeschwindigkeit abgefeuert werden, die extrem schaden. Aber das ist nicht zum Abtragen. Muss das noch finden. Was das hier? Naja, okay, wir haben die Technologie noch nicht. Navigationsmarke. Ah, es gibt diese Funkwellen, die auf der Karte sind anscheinend Technologiepunkte, die man freischalten kann. Gut. So mal hinfliegen. So ein bisschen weit weg. Die Wasserstoff. Wie macht man nochmal die Wasserstoff? Hier. Waffen upgraden kannst du in der Raumstation. Okay. Auch noch. Ich mach euch gar nichts, Leute. Ist doch alles gut, Leute. Ist doch alles gut. Die Wasserstoff. Findet man auf Welten in Form von großen blauen Kristallen. Geh weg. Bewegen und stapeln. Aber wieso kann sich das nicht herstellen? Ich glaube, die mögen mich nicht. Mir fehlt die Wasserstoff. Ich schätze wieder sehr lustig. Die Wasserstoff. Müssen wir abbauen. Ah, jetzt habe ich Kohlenstoff für den Laser verwendet. Ich depp. Na toll. Sauerstoff. Blaue irgendwas haben die gesagt, ne? Die blauen Kristalle. Blaue Kristalle, das da hinten ist blau. Das ist auch blau markiert, wenn du C drückst, also wenn du das gerne anwirfst. Dieses H ist es, glaube ich. Ja, okay, jetzt habe ich's. H ist Wasserstoff und Sauerstoff gibt. Wasser. Ne, hier die Dinger. Ah. Ja, die auch. Aber die großen Kristalle, die bringt doch nicht mehr. So, jetzt kann ich endlich mal eine Tür hier einbauen. Das gibt ja nicht. Ich hab mal vergessen, dass die Tür löscht. Reisemeilenstein entdeckt. Ach, ich 8000 U zurückgelegt. Ja. Fleißig. Aber fliegende Tür ist auch blöd. Ne? So. Mal gucken, ob das schon reicht, um. Sie. Aha. Siehste? Ups. Scheiße. Hier kann man echt zu schnell Sachen abbauen. Das ist ja bescheuert. Ferritstaub braucht man echt viel, Leute. Sag ich euch. Siehste? So, endlich fertig. Aber jetzt kann ich wieder fliegen. What the fuck? Hier ist eine fleischfressende Pflanze. Ja, die ist fies. Wenn du da drauf trittst auf ihren Köder, dann beißt sie zu. Größtenteils erfolgreich. Hey, das leid mich. So, ab ins Raumschiff. Ihr dürft meine Basis benutzen im Fall eines Sturms. Das ist sehr aber lustig. Nach dem Sturm müsst ihr sie wieder verlassen. So, vorher unsere Schuhe abputzen. Ja, wäre schön. Whee!
nice. So, wo wollte ich denn eigentlich hin? Zu diesem Ort. Oh, warte, was ist jetzt schon weg, der Ort? Hä, der muss ja dann direkt bei mir sein. Ich dachte, das ist voll weit weg. Hä? Hier ist meine Hütte. Ja, wie landet man nochmal? Hier. Moment. Screenshot. Das ist ja schon hier. Ich kann Nikolas Basis melden. Hey. Basis zu klein zum Hochladen. Oh, das ist ja frech. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt Gestalt anzunehmen. Eine roboterhafte Lebensform dreht sich zu mir. Licht strömt aus ihrem metallischen Gehäuse und bildet einen leuchtenden Nebel, der uns beide umgibt. Sie deutet in meine Richtung. Wissen annehmen. Der Name Korvax geistert mir als Echo der seltsamen Vision durch den Kopf, die ich gerade hatte. Ein Wort dieser Fremdartigen hat sich in mein Gehirn gebracht. Ich habe nur ein Wort gelernt. Entität. Okay. Hm. Mann, ey, dieses Tutorial ist aber echt genau. Bloß nichts vorher machen. Da sind Kisten. Loot! Wir brauchen unbedingt mal einen Atlas-Pass. Leute. Der ist schon teuer. Schon wieder nur Schrott. Neuer Gegenstand, Gag-Relikt. Biete Gag-Relikt den Gag an, um dein Ansehen zu verbessern. Verwende dein Analyse-Tool, um vergrabene Schätze zu finden. Ah. Da ist doch eine Schatzkiste, aber wo soll das sein? 23 U. Das hier, ne? Hä, da war ich doch gerade. Nicolo hat seine Basis direkt neben einem der Archive gebaut. Das ist unglaublich. Gut, ne? Ionenakku. Danke, Lob. Kannst du mir auch später geben. Was? Das Lob nehme ich gerne mit. Gibt kein Lob. Okay. Das ist eine Cheaterei. Achso. Was ist das? Kobaltansam. Da. Hilfsmittel. Warum muss ich Kolonie 756. First Person. Das ist ja geil. Ich weiß nicht, ob das besser ist. First Person oder Third Person? Ich glaube, ich bei Third Person. Gibt es aber viel zu entdecken hier auf dem Planet. Ja. Was gibt es hier noch? Multiwerkzeug tauschen. Ne, Kamera an sich wieder. Ich möchte ein bisschen mehr Platz. Ich kann einfach mein Werkzeug nehmen. Aber warte mal, Map öffnen. Ne? Also von oben die Sicht. Habe ich noch nie gesehen, wie das geht. Ich habe es nur beim Entdecken. Ja, doch, haben wir da eben gemacht. Ja, ich dachte, das ging nicht etwas. So Leute, ich fliege jetzt zu einem Alien. Oha. Was ein Date. Irgendwo habe ich es doch markiert.
Irgendwas habe ich doch markiert. Wo ist denn diese Markierung jetzt? Das war doch hier. Ey, hä? Da. Moment, Basis von Bobby? Das habe ich entdeckt? Och nö. Stark. Und hier ist Basis von Nikola? Nee. Ja. Doch, das ist meine Basis. Achso, oder? Och, ja. Das ist ja lame. Das, was ich markiert habe, ist Bobbys Station. So, wo sind jetzt hier diese Punkte auf dem Planeten? Was ist das? Das sind diese Funkwellen, die wir da. Navigationsmarkierungen oder was? Ja, genau, die hat Jeff gemeint, dass das Technologien sind. Oh, was ist denn das? Habt ihr das schon gesehen? Ja, dieses Riesending? Eine Plattform zum Landen. Vielleicht kann man da handeln, wer weiß. Kannst mal landen und gucken, ob du was verkaufen kannst. Ich bin gerade im Baum gelandet, vor allem. Achso. Kann man da oben. Soll man da oben drauf landen? Ich glaube schon. Sieht nach Ladeplattform aus. Nee. Geht aber nicht. No. Oh, ich habe noch was entdeckt. Hier ist ja richtig viel zu entdecken. Was ist... Irgendwas schießt auf mich oder so. Keine Ahnung. Ach so, na dann. Da ist irgendwas. Freunde, hier ist was. Alter, das ist noch so ein Riesending. Das ploppt dann einfach so auf. So, machen wir mal hier eine Landeplattform, eine ordentliche. Schön. Ich bin sehr stolz auf mich. Leute, ich habe hier was entdeckt. Ich sag nicht was. Okay. Frachter rufen, hat man Frachter. Kann sein, dass ihr hier schon wart. Nee. Also das Speierboot, der hat mich entdeckt. Das ist auch Treibstoff. Projektilmunition habe ich. Ich glaube, dieses Erkunden mit Technologien, das habt ihr jetzt ausgebuddelt und ich kriege die Mission nicht abgeschlossen. Ich habe gar nichts ausgebuddelt. Ja, ich habe auch nichts ausgebuddelt. Nikola hat das ausgebuddelt. Ja, ich glaube auch, Nikola hat was ausgebuddelt. Okay, ich bin schuld. Wo geht's überhaupt? So. Wo sind die denn irgendwo? Ihr müsst doch irgendeine Mission verfolgen jetzt, oder? Von dem Spiel aus. Raumschiffstart, Treibstoff. Ich muss mal ein Raumschiff wieder herstellen. Ich fliege einfach nur rum und mache nichts Sinnvolles. Guck mal, wir sind unschuldig. Was ist denn hier? Ich höre hier voll den Bass. Hier ist was. Kristallfragment? Wo ist denn jetzt? Hä? Ist ja auch ein Eingang? Hast du die Party gefunden? Die geile. Oh! Ah, wer bist du denn? Als ich mich der elektronischen Lebensform nähere, beginnt sie mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Sie scheint wenige Neuheiten auf dieser eisigen, windgepeitschten Welt zu Gesicht bekommen. Hadopchinev, Ulkevich, Snevsnevsnevsnevsne. Entität. Ich deute an, wenig über sie oder ihre Kommunikation zu wissen. Als Antwort beginnen die Lichter in ihrer Maske zu leuchten und blitzen dreimal mit zunehmender Stärke auf. Gewöhnliches Metall geben. Das Licht der elektronischen Lebensform flackert enttäuscht vor sich hin. Dennoch legt sie ihre Hände auf mein Visier und dankt mit einer Sprachübertragung. Du hast das Korvax-Wort für ist gelernt. Guck mal, Bobby, Eddie macht's richtig, der ignoriert das Tutorial und forscht einfach. Das finde ich einen guten Ansatz. Ich stehe beim Terminal und beobachte von einem unbekannten Stern, das endlos auf dem Bildschirm abgespielt wird. Das Muster scheint klar, aber was soll ich eingeben? 2738, 7382, 3827 und... Ach so, warte, das ist doch ein... 27 muss zusammenbleiben... Das heißt, erste kann es schon mal nicht sein. 7-3 muss zusammenbleiben. Dann muss es das mittlere sein. Ich entdecke einen Ort in den fernen Sternen.
Nikola, genau bei dem Ding hier ist meine Zielmarkierung. Genau, bei mir auch. Dass ich hier dran müsste. Aber wenn ich da dran gehe, passiert nichts. Ich bekomme Pläne von dem. Ich kann Baupläne extrahieren von Eddie Station. Hey, ich habe ein neues Ziel auf einem anderen Planeten gefunden, Leute. Wo wir da gemeinsam haben. Ja, Nikola, wo führt denn das hin? Ich krieg. Achso, es ist immer noch da. Markierung. Aha. Ich kann was annehmen von dem Ding. Nein. Hier steht der Kunde, der Planet. Vielleicht ist es auch noch eine Markierung für Eddies. Einklockt als Gast. Atlas Pass V2 nötig. Diese Basis als Beleidigung irgendwas. Nee. Okay. Ich hab schon nicht genug Treibstoff, ich raste. Ich krieg nochmal einfach mal die Markierung ignorieren. Ich glaub, die ist kann ich da nicht da links noch rein? Nee. Wir können uns natürlich beide beteiligen und auf einen anderen Planeten fliegen. Ja, jetzt zum Abschluss, das wäre doch noch eine ganz nette Aktion eigentlich. Kann ich auch ganz cool. Diesem Signal folgen und gucken, was da ist. Die kriegen wir auch mal raus. Wo habe ich denn geparkt? Da hinten. Kannst du ja das Schiff zu dir rufen. Naja, da ist es doch. Wie ist mein Eindruck bisher? Ich find's cool. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin noch sehr überfordert mit allem, aber so länger man spielt, desto mehr checkt man so den Gameplay-Loop, glaube ich. Und ich kann jetzt noch nicht sagen, dass es sich komplett anders spielt als vor 8 Jahren. Es ist allerdings auch schon sehr lange her. Ich habe da echt viel vergessen. Aber ich glaube, man hat einfach viel mehr sinnvolle Möglichkeiten. Ja, Baseballing gab's früher nicht, oder? Das ist ja nee, voll, zum Beispiel. So, und jetzt, wie finde ich jetzt den Planeten, wo ich hin wollte? Lass die Galaxiekarte aufrufen, wo auch immer die sein soll. Wo ist der Planet? Wo ist jetzt der Planet mit dem Signal? Kann ich das hier herstellen? Achso, ich muss es rausnehmen, Depp. Warte, ich kotze gleich, mir ist schwindelig. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ah, okay. Dem Icon am Bildschirmrand folgen. Da. Ah, okay. Uralte Ruinen, nicht auf diesem Planeten. So, da fliegen wir jetzt hin, Freunde. Da kriegen wir was Geiles. Drachenschwert plus 5 oder so. Ein Schwert hier wäre ja seltsam. Seht ihr die Markierung auch? Uralte Ruine? Nee. Aber wir sind wahrscheinlich auch aufheben. Die ich. Wir können dir hinterher fliegen, sobald du da bist, wo du hin willst. Ja. Das klingt auch sinnvoll. Ankunft in 43 Minuten? Nein, wir müssen hier super Boost machen. Ankunft in 15 Sekunden. 13, 12, 11. Das wäre doch mal das perfekte Spiel für Mikrotransaktionen. Wie, du willst schneller fliegen? Ja, zahl aber 2 Euro. Das wird irgendwann Star Citizen. Baue. Ach, das kann man in den Haupten. Ah, hier kann man das bauen. Okay. Eintritt in Atmosphäre. Aber das ist schon geil, dass du auf einem Planeten irgendwie einen Hinweis findest und auf den anderen. Das ist schon cool. Das mag ich. Ist auch kleine Planeten oder gibt es nur diese riesigen, gigantischen Planeten? Das wäre spannend. Ich will euch nicht ärgern. Gebt mir euer die Wasserstoff. Dankeschön. Das Extraktoren, die Bassettes Factory, wo du einfach dann hinlaufen kannst, deine Materialien holen kannst, wäre auch praktisch. Seid ihr auch schon da oder was? Nö, ich bin jetzt gelandet neben dem Ding. Ja. Wie hast du das jetzt so schnell hingekriegt? Bin ja hinterhergekommen. So, aber lass mich bitte hier, das ist ja, meine. Ja, ich habe das entdeckt. Es gibt doch kleine Monde mit weniger Schwerkraft. Oh, das ist geil. So ein Lava-Planet wäre natürlich auch noch. Die uralte Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Innerstes gräbt und mich mit den Stimmen der Korvax-Echos erfüllt. Mhm. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten, die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit des Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Um Hilfe bei der Sprache bitten, suche Wissen der Vergangenheit.
Was macht man da am besten? Kann man nur eins? Ich sollte eigentlich beides gehen, oder? Ich mach das. Suche nach Wissen, weil sonst kriege ich eh wieder nur so ein Wort. Von Bobby entdeckt. So. Historische Daten enthüllt. Da hinten ist eine Schatzkiste. Ich hoffe, du hast hier jetzt noch mehr. Dann muss ich jetzt zu der Schatzkiste oder was? Ist das hier noch was? Oder war das das? Ja. Hier ist nichts mehr, oder? Ist da oben noch was, Bobby? Nee. Nö. Okay, dann müssen wir da wohl hin. Oder was? Bin late to the party. Ich glaube, ja. Achso, ihr pickt ab. Okay. Uralte Ruine. Kann man da nicht schneller? Kann man noch schneller fliegen? Also außer diesem Impulsantrieb? Es gibt noch einen Boost. Mit Shift kann ich ihn aktivieren, aber ich weiß nicht, wie es auf. Boah, ich kann sogar ballern. R2? Ah, bei mir ist es okay. Formationsflug. Upsi. Hey, hat mich gerade jemand von euch abgeschossen? Ja, ich hab mal Nikola. Friendly Fire. Oh, was ist denn hier los? Friendly Fire geht. Kann ich bestätigen. Check FromSoft hat erneut für 6 Monate abonniert. Wow. Check, ey. Jack FromSoft, geiler Boy, danke. Ich mache heute Elden Ring Pause, spiele No Man's Sky. Sonst wird Nikola sauer. Ja, Ärger. Okay, wir sind da. Nee. Warum ist ein hohes Ziel? Ich würde gerne nicht auf das hohe Ziel. 23, solide 23 Grad hier. Oh, hier wurde hübsch gebaut. Bist du hier, Bobby? Nee. Ziel erreicht. Hä? Ja, und jetzt? Ich lande. Das Ding hier, oder was? Upsi. Ich würde mal behaupten, mit dem... Ja. Mit dem Manipulator hier können wir uns jetzt nach unten buddeln, oder? Oh ja. Ist auch, dass die Quest... Inventar voll, lol. Oh ja, hier ist. Oh ja, ja, ja. Okay, dann buddeln wir mal. Wächtereinheiten im Einsatz. Aktive Wächtereinheit 4. Drohnen werden durch das. Was ist jetzt passiert? Oh, hier sind noch. Hier sind Feinde! Wir werden angegriffen, Leute! Ach du Scheiße. Oh ja. G war das, ne? Oh, die haben auch ziemlich viel Leben. Oh, haben wir keine geilen Waffen? Scheiße. Können wir erstmal analysieren und die Fachstelle rausfinden? Oh. Da oben ist ja eine Reparatureinheit. Das ist eine Reparatureinheit zur Stadt. Zahlen die sich. Ja. Bam! Okay, Reparatureinheit ist kaputt. Jetzt sind sie ohne Reparatur. Ich werde ange. Auf mich wird geschossen. Schieß zurück. Oh, die schmeißen Dinge von oben. Fuck. Kampfvorräte. Okay, ich pack sie ein. Das macht ja gar nichts. Sollen wir lieber in die Schiffe steigen und damit schießen? Ja. Dann schaue ich das an. Da haben ein bisschen mehr Feuerbauer. Abfangjäger treffen ein. Oh Gott. Wächter Abfangjäger. The fuck? Huh! Ich hab geschossen. Wo sind die Ziele? Welches Ziel davon ist? Seid ihr? Ich hoffe gar nichts mehr, ey. Seid ihr böse? Ich glaube, sie ist böse. Ich freue einfach.
Oh ja, das sind Jäger, ja. Wie ball ich denn? Da. Pam, einen habe ich. Cloud, nee, doch nicht. Geht down. Ach du Scheiße. Endlich mal Action hier. Ah. Ich muss weghusten. Der hat ein Schild. Oh, der Laser. Also, permanenten Laser. Eieiei. Das hat einer ist down. Kann ich mein Schiff reparieren? Detektorschilde aufladen. Ah, das bist du. Sorry. Okay. Schild deaktiviert. Oh, verdammt. Da ist was. Nein. Ich erwisch's gleich. Ich glaube, ich muss notlanden. Das ist Bobby. Hä, wieso zeigt er mir auf dem Radar? Ach, der zeigt mir die Freunde auf dem Radar an. Bist du das jetzt Freund oder Feind? Das ist Feind. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Oh Gott. Mein armes Schiff. Verstärkung trifft ein. Oh Gott. Das sind mehrere Wellen. Vier Wellen. Sind wir da schon bereit für? Mein Schild. Ja, lande, dann kannst du wieder aufladen. Ach so, wenn ich L gedrückt halte, dann. Das macht Sinn. Pam. Bin wieder kampfbereit. Beteilige mich an Kampf. Mit L-Trigger. Achso, ich spiele ja nicht mit Pet A. L-Trigger gedrückt halten ist der. Ist das Ziel. Feuer. Die sind wir auch. Oh. Manchmal glaube ich, dass mein Schutzengel ein Idiot ist. Warum die viele Leben? Impulsantrieb deaktiviert. Ich sag's euch, es ist gefährlich auf anderen Planeten. Helfer Bobby. Ja nun, ich muss jetzt sowieso Schluss machen. Das ist doch ein schöner Abschluss. Gestorben auf einem fremden Planeten. Schöner Abschluss. Ich werde das auf jeden Fall wieder spielen. Das hat mir Spaß gemacht. Lasst uns das gerne nochmal. Bam, da ist er down. Nochmal wieder spielen. Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Spiel. Doch. Das soll es erstmal gewesen sein mit No Man's Sky Worlds Update. Ich glaube, man hat jetzt nicht wirklich was vom neuen Update gesehen, weil wir sind ja komplett am Anfang noch mit Tutorial und so weiter. Aber man kann schon so ein bisschen erahnen, welch Potenzial jetzt in diesem Spiel schlummert. Es hat direkt so einen geilen Suchtloop bei mir entfacht, vor allen Dingen mit geilen Technologien auf anderen Planeten entdecken, die dann einen wieder weiterbringen, Basisbau und so weiter. Also es hat schon Bock gemacht. Und dieser Multiplayer-Part, der war ja am Anfang bei No Man's Sky auch nicht so vorhanden. Also, dass man jetzt einfach ganz easy mit Friend-Code mit jemandem zusammenspielen kann. Auch absolut super. Also sehr, sehr cool. Checkt das ab, das Update ist kostenlos. Also wenn ihr ich glaube, No Man's Sky kostet auch nicht mehr so viel, irgendwie ein paar 20 Euro oder so, oder? Dass du da tausende Stunden reinballern kannst. Ganz geil. Ja, könnt mir gerne noch ein paar Tipps oder weitere Sachen zu No Man's Sky in die Comments dann schreiben. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, lasst ein Like da. Tschüss.